Servus Leute, willkommen zum neuesten Video von mir, heute mal mit einem Review, mal wieder mit einem Review, nämlich zu einem Gehäuse. Ihr habt es im letzten Video schon gesehen, nämlich geht es heute um das Cooler Master H500P in Weiß. Ja, genau, kostet ca. 160 Euro und heute zeige ich euch mal, wie das ganze Ding so aussieht und quatsch mal drüber, ja, wie sich das Ganze anpackt und was ich gut dran finde und was ich schlecht dran finde. Wir entfernen uns jetzt hier bei dem Video ein bisschen von den altglatten Reviews, die so andere Kanäle immer so bieten und zeigen. Bei mir ist ein bisschen laienhafter das Ganze und ja, ein bisschen amateurhafter dargestellt, richtig. Also, jetzt hier steht's, das Case, das H500P von Cooler Master, 160 Euro, ist schon echt eine Stange Geld, muss ich ehrlich sagen. Man überlegt sich zwei oder dreimal, ob man sich jetzt so einen MIDI Tower hinstellt. Da kommen wir schon mal zu einer Abmessung. MIDI Tower, wir können ein ATX Mainboard reinpacken. Soweit nur jetzt normale ATX Boards, also kein eATX, aber im Normalfall hat man ja sowas jetzt nie unbedingt. Zu den Abmessungen, ja, hole ich mal meine Schmiege raus. Grün ist sie, habe ich erst neu. Und dann messen wir mal, also wir haben eine Tiefe bei dem Case, ich gucke genau, von 24,5 cm ungefähr. Auf die Millimeter kommt es jetzt nicht unbedingt an. Mit dem Deckel zusammen haben wir eine Höhe von 54 cm. Wir haben eine Länge von ja, ca. 52,5. Und habe ich jetzt noch irgendein Maß vergessen? Nee, ich glaube, das dürfte so bei passen von den Maßen her. Ja, wie gesagt, klassisch MIDI Tower und fällt jetzt nicht allzu klein aus, aber nie allzu groß. Also ist in meinen Augen eigentlich so richtig das gute Zwischending. Und ja, wie es die Maße schon sagen, kriegt man soweit einiges an Hardware rein. Wir haben zudem ein Echtglas Seitenpanel auf der Seite, wo man reinguckt. Wenn man jetzt auf das Case drauf schaut, auf der linken Seite. Auf der Rückseite haben wir dann nur, ja, eine Stahlabdeckung, ein Stahlseitenteil, aber ich finde das auch in Ordnung so, weil da braucht man sich jetzt nicht unbedingt allzu viel Mühe mit dem Kabelmanagement geben, wenn man jetzt zum Beispiel da Echtglas hätte. Das wäre ein bisschen ungeeignet, also da muss man wirklich gucken, wie man es macht mit der ganzen Geschichte, ja, Abdeckung bzw. Kabel verstecken, wenn man das sauber haben will. Richtig. Ja, erstmal bevor wir jetzt zu den näheren Details kommen, klicke ich jetzt einmal hier drauf und da gucken wir uns jetzt mal den Innenraum vom Case an, wie er so schön leuchtet. In dem letzten Video habt ihr das ja auch schon soweit gesehen. Was auch wieder schön anzusehen ist, weil das H500P gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile, zumindest in der grauen bzw. silbernen Edition. Die weiße ist jetzt noch nie allzu lange auf dem Markt. Ist das Glasseitenteil, finde ich eigentlich ganz cool, weil es nicht allzu stark abgedunkelt ist. Und ja, vielen Dank, Henny, du gingst mir jetzt wieder richtig um den Sack. Richtig, also das wäre es jetzt erstmal zum Seitenteil. Ja, jetzt greift die Steuerung. Und was natürlich als nächstes sehr, sehr cool aussieht, ist der Innenraum. Der jetzt mal bei dem Case komplett in Weiß gehalten. Das ist auch ziemlich schick anzusehen. Die meisten weißen Gehäuse, die machen immer bloß ein bisschen so auf Weiß. Und im Endeffekt sind sie dann innen drin am Ende auch bloß schwarz. Ist sehr oft schade. Und hier hat sich jetzt Cooler Master wirklich mal Gedanken gemacht mit einem weißen Innenraum. Und dann werden auch natürlich noch weiße Lüfter dazugegeben. Das ist der nächste Punkt, der mir sehr, sehr gut gefällt. Richtig. So, dazu lasse ich jetzt den Rechner einfach mal leuchten, ja, beziehungsweise an. In der Front zwei 200 mm Lüfter von Cooler Master und gleich im Vorfeld sind echt leise. Werden leider nur mit 3-Pin angeschlossen, finde ich jetzt aber nie weiter schlimm, weil wie gesagt, bei der Umdrehungszahl, die gerade hier eingestellt ist, voreingestellt, ja, laufen sie wirklich sehr, sehr ruhig und leise. Des Weiteren haben wir jetzt hier bei der weißen Edition in der Front kein Plexiglas, sondern wir haben jetzt so eine Mesh-Abdeckung. Sieht ganz schick eigentlich aus und sorgt dafür, dass die Lüfter vorne genügend Luft ansaugen können. Des Weiteren finden wir im unteren Bereich noch ein Cooler Master Logo. Links und rechts befindet sich, also hier diese Stege sind aus Kunststoff soweit.
Erstmal im Vorfeld denkt man, naja, ist ein bisschen billig gemacht, aber zum einen, man gewöhnt sich dran und rein vom Kunststoff her ist es doch recht hochwertig verarbeitet. Im Deckel befindet sich dann das Frontpanel, bestehend aus zwei Klinkeanschlüssen, einmal für den Mikrofon, einmal 3,5 Zoll Klinkeanschluss als Ausgang. Dann ein recht großer Powerbutton, hochwertig verarbeitet und leuchtet weiß, auch ganz schick. Ein ganz, ganz kleiner Reset-Button, finde ich persönlich sehr, sehr gut, weil beim letzten Case, was ich hatte, bei dem MagCube 550 von Deepcool, war immer das Problem gewesen. Da habe ich meistens statt dem Powerbutton den Reset-Button gedrückt, war sehr nervig. Dann haben wir nochmal eine Anzeige für die HDD, zweimal USB 3.0 und zweimal USB 2.0 und hier die Anschlüsse in Grau gehalten. Finde ich auch sehr, sehr schick und vor allen Dingen auch passend zum Case. Weiter geht's mit dem Deckel. Der kann natürlich wieder demontiert werden, wie man es auch von der silbernen Edition kennt. Und was man auch von der silbernen Edition kennt, ist diese Abdeckung hier mit dem Plexiglas. Diese leicht rauchig und ja, sorgt wahrscheinlich dann dafür, dass die Fingerabdrücke und vielleicht unter Umständen die Kratzer nicht so sehr auffallen. Finde ich, ist eine schöne, gelungene Sache. Sieht ganz schick aus. Was jetzt allerdings ist, wenn das Teil ja so 4, 5 Jahre mal in der Bude steht, wird sich schon das ganz schön zerkratzen. Aber ich denke mal, das hält sich alles noch in Grenzen. Darunter finden wir die Möglichkeit halt, einen Radiator, wie ich jetzt sehe, oder Lüfter zu montieren. Wir können insgesamt 320 mm Lüfter montieren oder, so wie ich das jetzt hier richtig zähle, ich glaube 340 mm Lüfter. Allerdings muss man dann gucken, ob es dann wirklich im Innenraum noch passt, wenn man das Ganze dann mit dem dementsprechenden Radiator kombiniert. An der Seite finden wir wieder solche Lufteinlässe, ziemlich groß gestaltet, mit so einem Meshgitter und dahinter noch ein Staubfilter, ist auch eigentlich ganz schick. Und hier schwarz abgesetzt, das Ganze passt eigentlich auch ganz gut dazu, weil wenn alles zu weiß ist, wirkt es vielleicht unter Umständen auch überladen. Kommen wir zur Rückseite vom Case, ja, und hier wieder mal der ganze Rahmen, auch weiß lackiert, alles komplett, fasst sich sehr hochwertig an, ist jetzt nie allzu schlecht. Und dadurch, dass das Case auch so breit ist, passt halt hinten in 140 mm Lüfter rein und wir haben halt von der Höhe her das Ganze nicht allzu klein gemacht und jetzt haben wir halt hier noch die Möglichkeit, dass der Lüfter in der Höhe verschoben werden kann. Finde ich auch eigentlich ganz fetzig und ihr könnt hier den vorinstallierten Lüfter rausmachen und den 120 mm Lüfter zum Beispiel reinmachen. Würde auch vollkommen reichen, aber ich finde der vorinstallierte, der passt ganz gut hier rein. I/O-Panel, wie gehabt. Mainboard wird hier hinten dann quasi, guckt dann das I/O-Panel raus. Und jetzt mal beim Review, ich mache es ja eigentlich nicht so, finde ich es eigentlich mal ganz schön anzusehen, wenn er auch mal zeigt, wie das Ganze verkabelt werden kann, beziehungsweise wie die Kabel hier an das Gehäuse anlaufen. Im unteren Bereich Netzteil wird da eingebaut, Cooler Master typisch, wieder mal auf so einem Rahmen, erst einen Rahmen ans Netzteil schrauben und dann das Netzteil von hinten reinstecken. Finde ich sehr, sehr cool, weil vor allen Dingen dieses Gefummel mit den Kabeln bzw. mit den Netzteilen von der Seite hört dann auf. Also das macht sich auch überhaupt nicht schlecht. Im unteren Bereich dann noch fürs Netzteil ein Staubfilter. Der wird nach hinten rausgeschoben. Auch sehr schön gemacht. Lässt sich schön sauber machen. Das Case steht auf Kunststoff-Standfüsen und sind gummiert. Das werde ich jetzt nicht zeigen und das kriege ich jetzt nicht rein. Was ist das für ein Scheiß jetzt hier? Vorführeffekt nennt man das. Okay, das ging jetzt ein bisschen hakelig. Wenn man das 2, 3 Mal geübt hat, geht das eigentlich ganz gut bestimmt. Ja, des Weiteren sieht man jetzt hier noch im hinteren Bereich. Ich habe es ja schon angedeutet. Ihr könnt ein Mainboard mit bis zu einer Größe von ATX verbauen. Habt dann die dementsprechenden Slotblenden, die nicht zum Rausnicken, sondern eingeschraubt in Schwarz. Ja, man könnte jetzt hier weiße, hätte man jetzt hier reinmachen können. Hätte. Aber mit den Schwarz finde ich jetzt doch nie so schlecht im verbauten Zustand, weil das lockert das Ganze nochmal auf. Dann haben wir jetzt hier noch zwei Slotblenden. Also ihr könnt hier eine Grafikkarte mit bis zu einer Stärke von Dual Slot verbauen ohne Probleme oder wenigstens oder zweieinhalb Slot würden auch noch gehen. Größer sollte es vielleicht nicht sein. Zum einen hängt die Grafikkarte dann wahrscheinlich durch und ihr braucht natürlich noch den dementsprechenden oder das dementsprechende Reiserkabel. Richtig.
Ich habe es ja soweit schon angeschnitten. Der obere Teil kann entfernt werden. Die obere Blende, auch die vordere Blende kann entfernt werden, um genau zu sein. Ich habe jetzt hier mal eine normale Schraube reingemacht. Im Normalfall ist da eine Handrädelschraube. Die löst ihr einfach. Und jetzt muss ich erst den Schraubenzieher verstauen. Und dann könnt ihr das Ganze nach oben hin ja, abnehmen und natürlich dann sauber machen. Wie gesagt, hier sind man jetzt die Lufteinlässe, das Plexiglas. Trotzdem ganz vorsichtig ist Plexiglas. Immer darauf achten, dass es nicht zu sehr zerkratzt. Ja, dann nächste Besonderheit, oben halt der Einbau. Ich finde es persönlich immer sehr, sehr praktisch, aber ich muss ehrlich sagen, das erwarte ich auch für ein Case, was 160 Euro kostet. Ihr könnt jetzt hier soweit den Frame rausmachen, könnt schön Hardware in das Gehäuse verbauen und zum Schluss verbaut ihr zum Beispiel eure Wasserkühlung, Allemann-Wasserkühlung, wie ihr das wollt. Setzt dann oben diesen Frame wieder drauf, macht das Ganze zu und fertig. Des Weiteren hat man halt noch die Möglichkeit, hier oben, wenn man so schön schon Plexiglas hat, kann man zum Beispiel RGB-Stripes befestigen, wie ich jetzt hier in dem Fall. Finde ich eigentlich ganz cool. Kann man die Kabel hier hinten durchziehen und fertig. Ja, Front, wie schon erwähnt, geht soweit auch abzumachen. Ist jetzt nichts Spektakuläres und alles das, was man noch verbauen kann, zu dem komme ich dann gleich, wenn wir uns den Innenraum anschauen. Kommen wir zum ersten Teil vom Innenraum, nämlich ja, der Rückseite vom Mainboard Tray. Ich löse jetzt hier einfach mal diese Handrädelschrauben und da können wir das Seitenteil schon abnehmen. Gleich mal im Vorfeld. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde die Lackierung mit dem Weiß echt genial und es packt sich extrem hochwertig an und ist Schlag- und soweit kratzerfreundlich bzw. nicht so anfällig. Ich habe es jetzt, mir ist es bloß mal aufgefallen, weil mir jetzt eine Schere hier dagegen gefallen ist, wo ich argumentiert und rumgefriemelt habe und kein Kratzer ernischt. Also hier wirklich sehr robust und vernünftiger Lack wurde hier eingesetzt. Also das finde ich schon mal richtig geil. Des Weiteren, das Seitenteil ist soweit echt gut verbindungssteif und macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Ja, und da kommen wir schon als nächstes zum Kabelmanagement. Ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen hier zusammengefuscht will ich jetzt nie sagen, aber ich hatte nicht wirklich Zeit dafür. Ja, fangen wir als erstes auf der rechten Seite an. Wir haben hier ungefähr 2 cm Platz bis zum Seitenteil, was die Kabel anbelangt, haben an einigen Stellen noch so Ausbuchtung und hier im vorderen Bereich haben wir da ein bisschen mehr. Hier sind zum Beispiel 2,5 ungefähr und dann haben wir noch dieses Inlay, was natürlich auch entfernt werden kann, was auch weiß und da haben wir an der Stelle ca. 5 cm Platz, 4,5 sind es, um genau zu sein. Und da kann man dann die ganzen Kabel dahinter verstecken und verbauen. Was schön ist, Zoopunkte hat man einige. Auch die Kabeldurchführungen sind an vernünftigen Stellen angebracht, angeordnet. Also das gefällt mir ziemlich gut. Und das ist mal das erste Case, wo ich mal sage, ich lasse diese Gummiteile drin, weil so schlecht sehen die nicht aus. Und das finde ich halt cool bei den Teilen eigentlich. Die biegen sich relativ vernünftig, um dass es nicht so affig aussieht. Im Normalfall mache ich die eigentlich raus, weil die mir nicht gefallen. Mainboard Tray, sehr große Aussparung fürs Anbringen von der Backplate, für den CPU-Kühler. Ist auch schon mal schön gemacht. Des Weiteren haben wir im unteren Bereich noch die Möglichkeit, 2 3,5 Zoll Laufwerke oder 2 2,5 Zoll Laufwerke zu verbauen. Dann haben wir genügend Platz unter der Netzteilabdeckung für das Netzteil. Also hier könnt ihr wirklich lange Teile reinbauen, eigentlich alles das, was es gibt und habt trotzdem noch Platz für das ganze Kabelwirrwarr. Ja, und da kommen wir jetzt zum letzten, nämlich dem Innenraum. Und ich habe mir das Besondere ja für ganz zum Schluss aufgehoben. Und da gibt es jetzt mal einen kleinen Kritikpunkt, und zwar das ist die Verriegelung vom Glasteil. Ihr braucht entweder sowas, das ist mit im Lieferumfang enthalten, so und so eine Blende, ja, um das Ganze aufzumachen oder einen schönen Kreuzschlitz-Schraubenzieher. Ja, genau, Plexiglas, Glasteil weg. Und was ziemlich cool an sich ist, ist, dass es nicht bloß jetzt ein Glas-Seitenteil ist und es hat jetzt mal hier oben links, rechts, oben, unten keine Verschraubung wie bei manch anderen günstigen Gehäusen, sondern das hängt ihr dann so ein und macht das hier oben mit dieser einen Schraube quasi fest, arretiert ihr das. Aber ich denke mal, das ist normal, beziehungsweise so sollte es sein in dem Preissegment. Ich stelle das Ganze jetzt mal beiseite. So, und da kommen wir mal zum Innenraum.
Ja, und was gibt es eigentlich dazu zu sagen? Ihr habt extrem viel Platz. Ihr habt eine Netzteilabdeckung, komplett in Weiß, sehr schön lackiert. Ihr habt hier im unteren Bereich nochmal ein cooler Master-Logo. Ihr habt die Möglichkeit, hier unten RGB-Stripes zu installieren. Wirklich sehr viel Platz dafür. Also da braucht ihr euch auch soweit keinen Kopf machen. Ihr könnt in der Front, ja, entweder ihr macht 340 mm Lüfter rein oder lasst die zwei 200 mm Lüfter drinne. Soweit, dann habt ihr noch mal die Möglichkeit, 120 mm Lüfter zu installieren und natürlich auch die dementsprechenden Radiatoren. Wenn ihr mehr soweit über diese ganze Kompatibilität wissen wollt, was ihr hier einbauen könnt, guckt euch einfach mal auf der Cooler Master Seite um und checkt das mal aus, was ihr wo für Radiatoren und für Lüfter reinmachen könnt. Wir haben jetzt hier die untere Blende ist jetzt hier geteilt, also die lässt sich entfernen soweit, dass ihr jetzt wirklich auch im vorderen Bereich Radiator nach innen machen könnt, was ihr normalerweise nicht braucht, weil ihr könnt den direkt hier dahinter machen. Da ist er auch soweit verschwunden. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen großen AGB oder so einbauen will, dann ist das eigentlich ganz praktisch. Ihr könnt ja auch unten im, ja, unter der Netzteilabdeckung den HDD-Käfig wegmachen oder ihr lasst den HDD-Käfig, baut da zum Beispiel einen AGB drauf, also das geht soweit alles. Ihr könnt auch hier hinten diese Abdeckung, diese Blende wegmachen, die geht auch abzuschrauben, also ist alles soweit modular, ihr könnt alles soweit verändern und wegmachen. Die Frontblende, genau dasselbe Spiel, hier unten ist sie mit so einer Haltenase drin, ihr löst an sich oben vier Haltenasen und dann könnt ihr die Blende abklappen und das Ganze sauber machen, ausblasen, aussaugen, wie ihr das wollt. Bleiben wir noch mal kurz im unteren Bereich. Hier die zwei Halterungen für die SSDs. Und soweit ich mich jetzt recht entsinnen kann, war das jetzt so gemacht bei den Halterungen. Ihr könnt sie entweder abmachen, wenn ihr keine SSDs braucht, haben wollt oder dergleichen. Oder ihr macht die SSDs, falls es zwei unterschiedliche sind und die hässlich sind, macht ihr unten Laub dran. Das hat bei den Dingern, glaube ich, funktioniert. Da könnt ihr die SSDs unter dieser Abdeckung verstecken und da sind sie nicht sichtbar. Ich habe jetzt hier zwei gleiche verbaut und ich denke mal, das sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Und da kommen wir mal schnell zur Kompatibilität von der Grafikkarte. Ihr könnt hier Grafikkarten mit bis zu einer Länge von, sage ich mal, 40 cm einbauen. So lange Teile gibt es nie. Meine RX 5700, die ist jetzt hier so um die 31,5 cm und dann habt ihr hier wirklich noch extrem viel Luft. Und wenn ich jetzt mal meine Hand hier so reinhalte, Airflow, den die zwei 200 mm Lüfter erzeugen, ist schon vollkommen ausreichend. Also ihr kriegt hier schön Bewegungen ins Case. Im hinteren Bereich findet ihr dann nochmal den Cooler Master Lüfter, 140 mm, komplett in Weiß. Passt auch wieder sehr, sehr schön zum System. Und im oberen Bereich könnt ihr, wie ich jetzt hier, zum Beispiel 320 mm Lüfter einbauen und so weiter. Und das macht sich eigentlich ganz gut und das sieht echt schick aus. Alles in allem ist der Innenraum sehr, sehr clean und ja, minimalistisch gehalten. Finde ich jetzt mal echt nicht schlecht. Ist mal wieder was anderes als diese ganzen Gehäuse, wo man alles, ja, soweit da eine SSD hinmachen, da eine SSD und dann hat man wieder irgendwelche hässlichen Bohrungen oder Verschraubungen. Also wie gesagt, schön clean, schön weiß gehalten, schön dezent gehalten, aber trotzdem macht es echt was her. So, kommen wir jetzt noch zu einem kleinen Fazit. Ich weiß, 160 Euro ist jetzt nicht gerade wenig Geld, allerdings kriegt ihr ja wirklich viel geboten. Ihr kriegt hier ein sehr, sehr schickes Case, welches auch weiß ist und natürlich auch diesmal im Innenraum weiß ist. Im Innenraum sehr minimalistisch gehalten, aber trotzdem habt ihr noch viele Möglichkeiten, um das Ganze zu individualisieren. Ja, des Weiteren, von der Verarbeitung her, gibt es bei mir überhaupt nichts zu beanstanden. Also sehr schick gemacht. Den einen oder anderen Kritikpunkt habe ich auch. Und zwar, um genau zu sein, sind es zwei. Zum einen ist das hier diese, ja, Halterung von dem Echtglas-Seitenteil. Das ärgert mich ein bisschen, dass ich da immer entweder einen Schraubenzieher brauche oder irgendwas anderes, um das aufzudrehen, wenn ich mal ins Seitenteil oder beziehungsweise in den Rechner mal rein will. Und des Weiteren habe ich ein bisschen Bedenken immer noch bei der Plexiglas-Abdeckung, die sich oben auf dem Deckel befindet. Es sieht zwar optisch erstmal schick aus, es kann auch mal zwei Jahre schick aussehen, aber ich weiß jetzt nie, was bei dem einen oder anderen, wenn er da mal was drauf fallen lässt oder
wenn er mal mit einem Staublappen drüber geht, ob das jetzt gleich unbedingt verkratzt. Hier hätte ich mir gewünscht, dass im oberen Bereich auch eine Abdeckung wie in der Front ist, so aus Mesh, mit nochmal einem Staubschutzgitter dahinter. Das hätte vielleicht auch ganz gut hier dazu gepasst und hätte auch ganz gut gewirkt. Ja, mehr gibt es eigentlich an Kritik nicht zu äußern. An sich sehr, sehr schickes Case, rundum gelungen. Ja, kann ich wirklich nur weiterempfehlen beim Kaufen. Das wäre es jetzt soweit zu meinem Video gewesen. Wem es gefallen hat, lasst mir ein Like da, kommentiert das Ganze und über ein Abo würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal.